Heute zeige ich dir 25 Fakten über Pokémon Schwert und Schild, welche du vielleicht noch nicht kennst. Es war ursprünglich geplant, ein T-Shirt für Pokémon Schwert und Schild einzufügen, bei einem Wettbewerb für das beste Shirt-Design. Allerdings haben die ersten 5 Plätze Designs von bereits bestehenden T-Shirts genommen, wieso man sich entschied, diese Idee zu verwerfen. Der eigentliche Gewinner des Wettbewerbs war dieses Gyarados-Shirt hier, was sich zwar in den finalen Daten finden lässt, aber nicht erhältlich ist. Rappenreiter Koronospa hat den höchsten Initiativewert von allen Geist-Pokémon und teilt sich die höchste Basiswertsumme von den Geist-Pokémon unter anderem mit Giratina. Außerdem ist es das einzige Pokémon, das man fusionieren kann und sich auch in der fusionierten Form fangen lässt. Alle anderen Pokémon können, wenn sie fusioniert sind, nicht eingefangen werden. In der Beta lassen sich Modelle zu Pokémon finden, die sich weder im eigentlichen Spiel noch in den Erweiterungspässen finden lassen. So waren in der Beta-Version beispielsweise voll animierte Modelle von dem Pokémon Quajutsu zu finden. Wenn sich das Pokémon Ditto sich in ein Pokémon mit einer Signature-Attacke verwandelt, sind seit Pokémon Schwert und Schild die Animationen von Ditto bei dem Einsatz mancher Signature-Attacken unterschiedlich. Setzt es beispielsweise Drachenpfeile von Katapultra ein, so schießt es plötzlich keine Groldra mehr ab, sondern Strahlen. Setzt es hingegen Blizzardlanze von Koronospa ein, so ändert sich auch dort der Einsatz der Attacke leicht. Die Shiny-Farben der legendären Vogel-Pokémon Galar Arctos, Galar Zapdos und Galar Lavados aus dem Erweiterungspass sind die gleichen wie von ihrem Kanto-Pendant. Allerdings sind diese Shiny-Pokémon bisher nicht legitim im Spiel zu fangen oder zu erhalten. Euer Rivale Betis ist der einzige Rivale, welcher bisher seine Spezialisierung eines Typs ändert und von anfangs Psycho auf den Feentyp wechselt, was am Ende auch seine Spezialisierung bleibt. Obwohl das Pokémon Mew legitim über Pokémon Home und den Pokéball Plus erhältlich ist, ist sein Pokédex-Eintrag nicht mehr in den Spielen aktuell vorzufinden. Das war allerdings nicht immer so. In Pokémon Schwert hieß es vor der Version 1.1, man sagt, es sei der Vorfahre aller Pokémon. Es ist sehr intelligent und kann jede Attacke lernen. In Pokémon Schild hieß es hingegen vor Version 1.1, dieses mysteriöse Pokémon gilt als ausgestorben, doch es melden sich immer wieder Augenzeugen, laut denen es noch immer existiert. Es gibt in der Nähe der Stadt Passbeck eine Diktri-Statue, die aber keinen wirklichen Nutzen hat. Diese ist aber eine Referenz zu Pokémon Snap, wo es auch eine solche große Diktri-Statue gibt und war damit auch indirekt ein versteckter Hinweis zu dem neuen Ableger der Reihe, welcher dann nacherschienen ist, nämlich New Pokémon Snap. Neben dem Wunschbrocken, welcher sofort ein Dynamax-Pokémon in einem Pokémon-Nest erscheinen lässt, gibt es in den Spieldaten auch noch einen Wunschsplitter, bei dem es geplant war, dass wenn man mehrere davon in ein Pokémon-Nest hineinwirft, eventuell ein Dynamax-Pokémon auftaucht. Das Item ist in den Spieldaten zwar vorhanden, ist aber bisher auf legitimem Weg nicht erhältlich. Schüttelt man seine Joy-Cons in einem Dyna-Abenteuer, während diese nicht in der Switch angedockt sind und man die Angriffe noch auswählt, kann man dadurch seine Mitstreiter anfeuern. Probiert es einfach mal selbst aus, es ist ziemlich lustig. Das Basis-Item Band-Autogramm kann auf legitimem Weg nicht im Spiel erhalten werden. Die Beschreibung sagt aber aus, dass sie von den Maximizers, also von der Band aus den Credits, beziehungsweise vor dem Leuchtturm von Kilton stammt. Es kann sein, dass dieses Basis-Item bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Entwicklung die Credits abspielen ließ. Der Attackenname Dreifachachsel kommt von einem der schwierigsten Eiskunststücke. Bei einem Achsel muss sich der Eiskunstläufer 1,5 Mal um seine Achse drehen. Bei einem Dreifachachsel muss dieser sich 3 Mal plus 1/2 Mal für seinen eigenen Schwung drehen. Mit jeder zusätzlichen vollen Drehung wird der Achsel aber schwieriger. Deswegen kann die gleichnamige Attacke auch nur maximal 3 Mal ausgeführt werden. Die Ausführung aller 3 Treffer ist am unwahrscheinlichsten und die Stärke nimmt zu. Die einzige andere Attacke, die einen ähnlichen Effekt hat, ist die Attacke Dreifachkick. Die Zahlen, welche bei den Arena-Leitern der Galar-Region zu sehen sind, sind nicht ohne Bedeutung.
Diese sind ein Goruawase, also ein japanisches Zahlenwortspiel. Arenaleiterin Kates 49 bedeutet zum Beispiel schwimmen und die 241 von Arenaleiter Roy bedeutet stark. Erstmals in der Pokémon-Geschichte wird die Einführung in die Spiele nicht von Pokémon-Professor übernommen, sondern stattdessen wird der Antagonist Rose gezeigt, der sein Kufanti auf das Feld schickt und das Turnier eröffnet. Er ist also auch der bisher einzige Antagonist, der diese Aufgabe übernimmt. Neben Heatran sind Dakuma und Wulaosu die einzigen legendären Pokémon, welche beide Geschlechter haben können. Des Weiteren ist Dakuma eins der wenigen legendären Pokémon, das überhaupt in der Lage ist, sich weiterzuentwickeln. Pokémon Schwert und Schild sind die ersten Pokémon-Spiele mit einem Erweiterungspass und mit einer Unlicht-Arena, die von Ness in Spikeford geleitet wird. Des Weiteren sind diese die ersten Spiele, die versionsexklusive Arenaleiter und versionsexklusive Rivalen haben. Endynalos ist das bisher größte aller Pokémon und verdrängt damit das lange Zeit vorherrschende Pokémon Vylord von diesem Platz. Des Weiteren ist es das erste legendäre Pokémon, bei dem der Fang garantiert gelingen wird. Die Kleidung, welche Arenaleiter Roy in den Spielen trägt, erinnert stark an die von Champ Siegfried aus Pokémon Heart Gold und Soul Silver getragene Kleidung. Dies wird sogar im Anime Pokémon Reisen in der Folge Auftritt der Titanen aufgegriffen. Obwohl das Pokémon Zacian kein Geschlecht hat, wird es in den Pokédex-Einträgen von den englischen, japanischen und chinesischen Versionen als die ältere Schwester von Zamazenta betitelt. Es heißt übersetzt in der englischen Version von Pokémon Schild, dieses Pokémon schlummerte für viele Jahre. Manche sagen, es sei die ältere Schwester von Zamazenta, manche sagen, die beiden Pokémon seien Rivalen. Der deutsche Eintrag erwähnt lediglich, dass es wie ein älterer Geschwisterteil sei, stellt aber in diesem Satz keinen Bezug zu Zamazenta her. Pokémon Schwert und Schild sind die ersten Pokémon-Spiele, wo es nicht mehr möglich war, auf alle Pokémon im Spiel zu treffen. Des Weiteren sind sie auch die ersten Spiele, welche keine Top 4 und keine Siegesstraße mehr haben und kein Game-Maskottchen. Auf dem Startbildschirm wird stattdessen ein Pokéball oder das eigene Team gezeigt. Durengard ist das einzige Pokémon, welches seine Statuswerte in der 8. Generation geändert bekommen hat. Beide Formen verloren insgesamt 20 Punkte, seine Schildform im Verteidigungs- als auch im Spezialverteidigungswert. Bei seiner Klingenform hingegen waren davon der Angriffs- und der Spezialangriffswert betroffen. Hopp ist der einzige Rivale aus Schwert und Schild, welcher am Ende des Spiels kein Arenaleiter wird. Außerdem ist er der Rivale, der den Spieler bisher in den Hauptspielen am häufigsten herausfordert. Des Weiteren verwendet er erst als Giga Dynamax Pokémon ein Cramor und anschließend erst im Galar-Star Turnier das Starter-Pokémon als Giga Dynamax. Wahrscheinlich aber auch, weil die jeweiligen Formen der Starter-Pokémon erst mit dem Erweiterungspass Insel der Rüstung dazukamen. Deleon ist der bisher einzige Champ, der ein Tutorial zum Fangen der Pokémon zeigt. Des Weiteren ist es auch erst das einzige Mal, dass dieses Tutorial übersprungen werden kann, wenn der Spieler bereits ein Pokémon vor dem Tutorial selbst gefangen hat. Außerdem ist er der bisher einzige Champ, zu dessen Team zwei verschiedene Starter-Pokémon zählen, Glurak und Liberlo. Eine Gemeinsamkeit haben sie dennoch, beide Pokémon sind vom Typ Feuer. Im Kampfturm von Pokémon Schwert und Schild ist Herr Lai, der einem, wie der Name schon verrät, Teams für den Turm leiht, einer der wenigen Trainer in ganz Pokémon, der standardmäßig die ID-Nummer mit 000000 hat. Zusammen mit dem Erweiterungspass sind Schwert und Schild die Edition, bei denen es die bisher meisten legendären Pokémon zu fangen gibt. Einige von ihnen könnt ihr auch durch gewisse NPCs erhalten. Des Weiteren sind sie die einzigen Spiele, bei denen zwar die Entwicklungslinien von Zubat und Tentacha im Spiel zu fangen sind, nicht aber die von Kleinstein. Sobald eins dieser Pokémon verfügbar war, waren bisher immer alle drei Entwicklungslinien erhältlich. Das ist in Schwert und Schild nicht der Fall.
Wie viele Fakten hast du denn aus diesem Video nicht gekannt? Schreib mir deine Zahl in die Kommentare, ich bin sehr gespannt, wie viele es sind. Ich hoffe, das Video zu den Fakten, welche du vielleicht noch nicht kennst, hat dir gefallen. Wenn ja, liken, hypen natürlich nicht vergessen. Abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, um keine weiteren Videos mehr über Pokémon zu verpassen. Doch wie immer verabschiede ich mich und sage bis dann, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums.